They say, heavy is the head that wears the crown. Perhaps, but when weighed against its power, I feel it not. And it is with this power that I will protect my kingdom. How far must I be willing to go to do so? How far is too far? I pay no mind to such questions. Many will question me, question my methods. I simply do not care. For once they see what I have done, they will tremble at the sight. None shall oppose me. I will be without equal. I will protect my kingdom. Protect it from you. Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir zocken heute zusammen Witching Tower. Und das ist mein erstes Gameplay-Material mit der HTC Vive und diesen tollen Controllern hier. Ja, toll sind sie nicht wirklich. Also ich vermisse jetzt schon die Touch-Controller. Aber ich werde schon damit klarkommen. Also ist kein mega Hindernis jetzt. Zum Display kann ich sagen von der Vive, es wirkt farbenfroher als bei der Rift. Die fressenden Linsen stören etwas mehr als bei der Rift. Der Sweet Spot ist nicht ganz so toll. Was aber am schlimmsten ist, ja, das fehlende Deluxe Audio Strap, was ja eigentlich bei der Rift schon dabei ist, muss hier bei der Vive extra gekauft werden. Und deshalb habe ich hier auch mein Headset aufgesteckt mit einem USB-Adapter hinten dran, weil der normale USB-Anschluss passt nicht in die Vive rein. Da guckt das Kabel zu weit raus und man kann hier diesen Bügel nicht mehr einstecken, damit das Kopfband gehalten wird. Und deshalb muss man sich da so einen kleinen Adapter kaufen. Kostet auch, glaube ich, nur 9 Euro oder so. Geht eigentlich noch. Aber genug gelabert. Wir wollen hier Witching Tower zocken. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt, nur für die Steuerung. Nach 2 Minuten ist dann eigentlich soweit alles klar. Deshalb starten wir jetzt hier ein neues Game und viel Spaß. Ein Flüstern? Anna. You are marked by death. Evia ist ein Anna. Hello, Anna. Weißt du? You see me here in your dream. We have more in common than you think. You were marked by your sign from birth, but you hid. You were afraid of your power, but I was ready to give anything to get it. Das Medusa? Wow. You could fix it, but you're stuck on top of the tower. In my hands. Your only destiny is to be my guinea pig. Your power can only belong guinea to the pig, worthy. Weiß nicht, was heißt. Pig heißt natürlich Schwein. Good day, Anna. Okay, wir sind. These shackles will not allow you to use the power of your sign. I'll see you in my laboratory. I'll find the roots of your power and rip them out of you. I swear it. Okay, was ist die böse Hexe? Hello? Oh, da kommt ein Vogel. Please get me out of here. Oh, I mouthed off a little too much. Now I'm a captive, just like you. Ah. Okay, und schon haben wir unser Power. Left Thumbpad. Aim your hand to target. Okay, ja, normaler Teleport halt. Mal ganz schnell in die Options, ob man das auch umschalten kann. Movement Setting. AMD-based. Activate Teleportation. Wenn man das jetzt aus hat, was ist dann? Probieren wir mal ganz kurz. Wow! Okay. Ja. Bewegungen mit dem Touchpad sind nicht wirklich toll.
Aber das habe ich mir schon bei der Wife gedacht. Mach mal. Prima, trotzdem erstmal so, probieren wir mal, ob ich klarkomme. Okay, der wird uns hier ein bisschen helfen. Wir haben auch Snapturn. Find what's been hidden with the help of your magical vision. Ah, okay. Wow. Okay, da sind alle möglichen Zeichen und das zeigt dahin. Dann gucken wir jetzt mal. Boah, ich muss echt mit diesem Touchpanel. Und weg. Easy. A bomb? Who? Lucky you. Look here. This wall has a weak spot. Perfect for that bomb. Okay. Gehen wir mal hin. Aber wir haben kein Feuer, ne? Oder explodiert die alleine? Nein. I found something. Bet it's what you need. Unser kleiner Skelettkopf hat was gefunden. Ja, hau doch nicht ab damit. Mann, du. Okay. Und? Boom. Hold on to whatever you have left. Oh, ich hab hier einen Gürtel, jetzt guck ich mal. Ah, cool. Things are only going to get more dangerous from here. Your health is limited. If you take a moment and relax, though, you'll recover. Okay, wenn die Energie schwach wird, muss man einfach nur ein bisschen warten und dann füllt die sich wieder aus, die Gesundheit. Oh, da oben ist schon irgendein... Ja, oder? Wow. Bring to strike your enemy or obstacles. Okay, schauen wir mal. Wow. Also ich bin mit dem Touchpanel noch nicht so vertraut. Oder mit dem Touchpad. Weiß auch nicht, warum man sowas mit dem Touchpad machen muss. Kein Stick. Hab ich nie verstanden bei der Wife. Oh, da kommt eine Fledermaus. Gehst du weg? Better not lose this torch. Plenty of enemies ahead. Hey, look, something to burn. Something to burn. Das erinnert mich ein bisschen an Don't Knock Twice. Muss man auch immer so flink pflanzen. Abbrennen. Okay. Jetzt? Geht tief runter, ne? Kann ich mich da fallen? Schauen wir mal. Oh, da oben ist ein Gegner. Also wir können so auch Gegner sehen, das ist cool. Aber? Kann mich das nicht wirklich festhalten, oder? Also klettern kann ich nicht. Kannst du mir mal helfen? Nein, du kannst nur easy sagen, ne? Da lang? Nein, auch nicht. Das ist ein Eimer? Vielleicht ist da irgendwas drin? Gucken wir mal. Nein. Okay, man kann jetzt zwei aufbewahren scheinbar. Aber brauchen wir ja auch nicht. So, wir müssen trotzdem da jetzt irgendwie hoch, ne? Hier müssen wir vielleicht das Ding hier anzünden, damit die Beine freigegeben werden. Jawohl, okay. Da hätte man aber trotzdem hier ein bisschen festhalten können vorher. Ja, jetzt geht's. Oh. Wow. Der ist kaputt. Cliffhanger. Da sind wir. Oben war irgendein Vieh, ne? Mal aufpassen. Und? Hört sich böse an. So, da ist er. Musst du ab! Boah, du siehst ekelhaft aus. Okay. Irgendwas? Ah,
Ah, hier stand eben die böse Hexe. Ach, guck mal. Ja, komm her, Junge. Haust du ab! Da ist ja noch einer! Mann! Serpent had a good name until one arrogant witch came to power. Nobility, greatness, honor. Okay. Ja, yeah. Queen Sil mit der Harness. Irgendwas. Okay, man kann hier. Honor, honest. Nein. Okay, müssen wahrscheinlich alle drei Wörter aufleuchten. Queen Elven, Serpent. Nobility, Noble. Ja. Greatness. Ah, geht das Tor auf. Und da sind auch schon die Gegner, oder? Oder der Gegner. Okay, gucken wir mal. Och. Kommt schon wieder was. Komm! Mann. Ich hätte lieber ein Schwert. Was? Wow! It's your bag. Store important items inside. A lasso glove could be useful. Could make a noose too. Not that the undead here have any life left to be choked out of them. Ja, was ist, kann ich jetzt damit machen? Jetzt nicht so ganz klar. Guard's handbag. Ja, okay, das haben wir ja. Hold the thumb pad and find a target. Release the thumb pad. Fire. Ah. Hab ich, hab was gefunden. Und jetzt? Wie geil ist das denn? Okay. Damit kann man die Zugbrücke wahrscheinlich hochziehen. Da steht noch was, das gucken wir uns noch vorher an. Oder kommt jetzt direkt der Hund angelaufen? Nein. Prisoner, Anna Holland. Also wir sind gefangen. High Security Level. Okay. Komm, Hundi. Komm. Ja, kannst du bellen. Ist gleich vorbei mit dir. Ha! Flieg! Oh, sieht aber ekelhaft aus da oben. Mit den Armen. Gucken wir uns erstmal hier an, was wir hier eventuell noch kriegen können. Looks like what's left of the Royal Arsenal is in our hands. Metaphorical hands, in my case. Bombe. You get what I mean. But we can only get to it if you unbend these bars. Haben wir jetzt? Ja. Das ist cool. Der. Nochmal. Wir machen mal unsere. Wow! Alter, hab ich mich erschrocken. Ne, da haben wir keine Chance. Müssen wir aufpassen, sonst hauen die uns noch kaputt. Das sehen wir unten. Ich weiß, ich hoffe, ihr seht das auch. Der Energiebalken füllt sich wieder auf. Mal ein bisschen warten. Also gehen wir mal da lang.
Ja, über der Hälfte, das ist schon mal gut. Weiß nicht, was das da oben heißt. It's a dove coat. Home for messenger pigeons. The Queen's servants sent orders and received letters here. This is where they learned Cardia had declared war on Nemae. Mann, die kommen immer so verhofft. Da ist aber wieder was. Bomben, Bomben? Nee. Och. Haust du ab. Jetzt? Ja. Immer mal mit. Prisoner Anna Holt. Oder Holland. Mann. Da drin. Okay, nur der Greifer. So eine Karte oder sowas? I've seen plenty of these cards around. Looks like someone's collection scattered to the winds. Want to start your own? Ja, habe ich jetzt irgendeine Fähigkeit bekommen oder? Ja, Jung, deine Zeiten sind vorbei hier mit irgendwas schreiben und so. Hättest du mal nicht meine Briefe. Wow! Verfasst, wollte ich gerade sagen. Okay, da oben ist noch mehr. Da ist aber leider nichts drin. Okay, hier ist eigentlich... tolle Zeichnung. War das vielleicht mal die, die uns da festgenommen hat? Die lösen sich direkt auf, wenn man die aufheben will. Auch super. Puppe. Leuchtet das jetzt genau? Yes. Ja. Aber wie machen wir denn jetzt die Hände da weg? Mit der Bombe vielleicht? Würde ich fast sagen. Wir probieren jetzt einfach mal eine Bombe zu setzen. They're swarming in there, aren't they? Let's try to blow them up. Ja. Kann man die auch in den Gürtel tun? Nein. Wohin muss die Bombe hin? Wieder in meinem Inventar gelandet oder ist die jetzt weg? Okay, ist weg. Sehr gut. Voll. Da haben wir nur eine gebraucht. Kann man nichts machen. Und eine.
Da brauchen wir ein bisschen was Stärkeres hier. Eigentlich, dass wir den so kriegen. Da gehen wir gleich noch gucken. Wir holen uns erstmal den Hund hier, ne? Ja, komm. Komm, Hunji. Ja, bist du lieb? Die Ost ist nicht, ne? Ich weiß nicht, für was die hätten sein sollen, aber wir packen mal alles ein. Das hier? The Undead Smiting Bell. Undead Calling Horn. Wanted was spying on behalf of Lydia. Dario the Mage. Him? Da könnten wieder Bomben drin liegen. Oh! Mal gucken, was hier ist. Hallo. Fragezeichen, dann gehen wir gleich mal. Hints overlap each other. I need to create this outer part. Hello? Hey! You need to raise the bell first. Ja. Machen wir. Ach, wir haben doch Ketten. Dafür waren die Ketten gut. Ha. Gut, dass ich so gut gesammelt habe. Okay. Die sind noch draußen, okay. Komm, 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 dreh, dreh, dreh. Dann machen wir halt so. Kommst du auch schon rein? Ah, komm. Wow, das war laut. Alle wach? Jetzt muss ich hier irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung was. Man einfach drehen muss. I guess the royal engineer spent all his talent on locks and shackles. Passt auch nicht. Muss leicht angewinkelt sein. Okay. Weiß nicht, ob ich hier vertun kann. Dann, ja. Man muss sagen, Tracking der Wife ist echt gut oder besser. Da müsste Oculus auch eigentlich drauf setzen. Aber wenn ich jetzt schon höre, dass die mit dieser Rift S auch nur diese eingebauten Kameras nutzen wollen, wie bei der Quest,
Ja. Das ist mir nicht so wohl bei. Okay. Man hier so ein bisschen rätseln. Kann ja auch nicht passen. Das auch nicht. Zum nächsten, das sieht auch eigentlich aus. So, alle blauen sind jetzt weg. Oh, mit dem Touchpad komme ich überhaupt nicht klar. So. Das heißt überhaupt nicht, aber. So, zwei fehlen noch. Mann. Nicht hinhauen. Den inneren Kreis denn. Hier denn nochmal? Aber das waren die, die einfach nicht passen, ne? Oh, jetzt geht doch was. Das Tor zur Hölle öffnet sich. Okay, Leute, ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss mit Folge 1. In der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie ich hier runtergehe. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da unten erwartet. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und ja, schreibt mir einfach was unter die Kommentare. Würde mich echt freuen, was ihr von dem Spiel haltet. Und ob ihr noch mehr sehen wollt, natürlich auch. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.